Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den Begriff Eigenverbrauch in der Photovoltaiktechnik. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. Photovoltaikanlagen ermöglichen Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz durch die Steigerung des Eigenverbrauchs. Der Eigenverbrauch bei PV-Anlagen bezeichnet die Nutzung des vor Ort erzeugten Solarstroms direkt durch den Anlagenbetreiber selbst. Dies bedeutet, dass der selbst produzierte Strom nicht ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, sondern sofort für die eigenen elektrischen Verbraucher genutzt wird. Die Solaranlage wird für dieses Konzept ausgelegt und parametriert. Der Eigenverbrauch von Solarstrom gewinnt aus mehreren Gründen an Bedeutung. Zum Beispiel sind die EEG-Vergütungen in Deutschland mittlerweile niedriger als die Strompreise. Der Eigenverbrauch ermöglicht daher erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten, da weniger Strom vom öffentlichen Netz eingekauft werden muss. Man wird dadurch unabhängiger von externen Energieerzeugern. Auf der anderen Seite ist der Eigenverbrauch aber auch ein wichtiger Schritt in Richtung einer klimafreundlichen Zukunft, da er den CO2-Fußabdruck verringern kann. Mit Solaranlagen kann man seinen eigenen Strom selbst produzieren. Präzise Messungen steigern den Eigenverbrauch und die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen. Moderne Smart Meter oder Energiemanagementsysteme wie der SMA Energy Meter oder der Sunny Home Manager 2.0 erfassen nicht nur die Stromproduktion, sondern auch den Eigenverbrauch. Diese Systeme helfen Nutzern, den Eigenverbrauch zu visualisieren und optimieren, um mehr eigenen Strom zu nutzen. Berechnet wird die Eigenverbrauchsquote mit dem Quotienten aus verbrauchter PV-Energie im Haushalt und gesamter produzierter PV-Energie. Sie wird in Prozent angegeben. Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel betrachten. Eine Familie mit 4 Personen verbraucht jährlich 4000 Kilowattstunden Strom. Ihre Solaranlage auf dem Dach produziert im Jahr ebenfalls 4000 Kilowattstunden. Man könnte nun denken, die Familie nutzt alle 4000 Kilowattstunden Solarenergie selbst. Das wäre eine Eigenverbrauchsquote von 100%. In der Praxis sieht dies allerdings anders aus. Die Familie wird nur rund 30% der erzeugten Energie für den Eigenverbrauch nutzen können, also nur 1200 Kilowattstunden. Das liegt daran, dass die Solaranlage nicht immer genau dann Strom produziert, wenn wir diesen verwenden möchten. Vielleicht haben wir einfach zur Mittagszeit nicht genug Geräte angeschlossen, die den Strom verbrauchen können. Es wird dann mehr Strom produziert, als wir gerade im Moment brauchen. Der Überschuss wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Die Solaranlage produziert auch nicht 24 Stunden lang durchgehend Strom. Der Kühlschrank wird auch nachts weiterlaufen, wenn keine Sonne mehr da ist. Außerdem beeinflussen auch Wetter und Jahreszeit, wie hoch die Stromproduktion ist. Dabei können bewölktes Wetter oder Schnee auf den Solarmodulen die Stromproduktion verringern. Es wird dann nicht genug Sonnenlicht vorhanden sein, um für Geräte Energie zu liefern. Der Strom wird in diesen Fällen aus dem öffentlichen Stromnetz eingekauft. Obwohl unsere Anlage genauso viel Strom im Jahr produziert, wie wir verbrauchen, werden wir daher Strom einspeisen oder beziehen müssen. Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager 2.0 ermöglicht das intelligente Einschalten der Geräte anhand von Wetterprognosen, wenn genügend Solarstrom vorhanden ist. Der Eigenverbrauch kann zusätzlich auch mit Batteriespeichern erhöht werden. Auch hier plant der Sunny Home Manager 2.0 dies intelligent ein. Überschüssiger Strom wird in den Batterien zwischengespeichert, um diesen dann nachts oder bei Verbrauchsspitzen verwenden zu können. Dadurch kann die Eigenverbrauchsquote von 30% auf ca. 70% erhöht werden. Als Faustregel kann man sich merken, desto kleiner die Solaranlage, desto größer der Eigenverbrauch. Kann die Anlage nämlich nur wenig Strom produzieren, kann dies schnell zu Hause aufgebraucht werden. Der Eigenverbrauch steigt. Ist die Anlage groß und produziert sie viel Strom, kann dies nicht sofort aufgebraucht werden und muss dann in Batterien gespeichert werden oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Bei größeren Anlagen sinkt der Eigenverbrauch, da der produzierte Strom ohne weitere Maßnahmen nicht immer verbraucht werden kann. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zum Eigenverbrauch angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.